Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen mit Losung und Lehrtext des heutigen Tages. Gott spricht beim Propheten Jesaja: Ich will mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Und der Lehrtext kommt aus der Offenbarung: Das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Was für hoffnungsvolle Worte an diesem Morgen. Trost und Hoffnung und Freude. Auch der Sonntag heute heißt Letare. Das heißt auch, freuet euch. Mitten in der Passionszeit kommt an diesem Sonntag so ein bisschen Ostern schon durch. Trotz aller Not und Verzweiflung und allem, was uns bedrückt und oftmals das Leben mühsam macht, dürfen wir uns auf Gottes Güte und seine Gnade verlassen. Und das darf uns immer wieder Mut machen. Lasst uns jetzt miteinander das erste Lied singen. Damit preisen wir Gott, den Schöpfer unseres Lebens und die Quelle der Freude, unter der Nummer 3, du Schöpfer des Lebens, Halleluja. Sabine freut sich, dass sie heute Kindergottesdienst machen darf, denn die Paula ist gekommen. Und wenn ihr zwei mögt, dürft ihr jetzt rausgehen. Ja? Dann darf die Paula die Kerze mitnehmen. Das Licht von Jesus geht mit euch.
Und euch bitte ich aufzustehen. Wir beten miteinander die Liturgie nach der Form 2. Sie beginnt auf der Seite 23 im Anhang des Gesangbuches. Seite 23. Von Gottes Güte kommt es, dass wir leben. Sein Erbarmen hat noch kein Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Dann saget Dank und lobt den Herrn. Du großer und heiliger Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Wir sind schuldig geworden, haben dir die Treue gebrochen, uns gegen dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen nicht befolgt. Du aber, Herr unser Gott, erbarme dich über uns. Neige dein Ohr und höre, denn wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf dein großes Erbarmen. Höre Gott, erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr Gott, erbarme dich. Berge mögen weichen und Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Platz. Wir hören jetzt die Schriftlesung aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 54, die Verse 7 bis 10, und das wird uns heute gelesen von Lucy. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber mein Erbarmen mit dir ist so groß, dass ich dich wieder heimhole. Als mein Zorn aufwallte wie eine Flut, habe ich mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen. Aber meine Liebe hört niemals auf. Darum habe ich Erbarmen mit dir. Das sagt der Herr, dein Befreier. Ich verhalte mich wie zur Zeit Noahs. Damals habe ich geschworen, die Flut, die über Noah gekommen ist, soll die Erde nicht noch einmal überschwemmen. Jetzt schwöre ich, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten. Aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Von Gottes Treue und seinem Erbarmen spricht auch das nächste Lied, Herr, deine Treue bleibt immer und ewig, die 1053.
Wir hören den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Lukas-Evangelium und er führt uns mitten hinein in die Passionsgeschichte. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Gerade eben noch war Jesus im Garten Gethsemane, da kommen die Soldaten und nehmen ihn fest. Und wir hören, wie es jetzt weitergeht. Die Männer nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus folgte in einiger Entfernung. In der Mitte des Hofes brannte ein Feuer, um das sich einige Leute versammelt hatten. Petrus setzte sich mitten unter sie. Ein Dienstmädchen sah Petrus dort im Schein des Feuers sitzen. Sie musterte ihn aufmerksam und sagte: Der da war auch mit ihm zusammen. Petrus stritt das ab und sagte: Ich kenne ihn gar nicht, Frau. Kurz darauf sah ihn jemand anderes und sagte: Du gehörst doch auch zu denen. Aber Petrus erwiderte: Mensch, ich doch nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein anderer: Ganz bestimmt gehört der zu denen. Er kommt doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es wieder ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im selben Moment, während er noch redete, krähte ein Hahn. Der Herr drehte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und Petrus lief hinaus und weinte heftig. Herr Jesus Christus, stärke uns jetzt durch dein Wort, dass es uns Kraft gibt, wenn wir wieder hinausgehen in unseren Alltag. Segne du unser Hören und Reden. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in der Sendung Wetten, dass, da gab es mal eine Wette, da hat ein Mann verschiedene Hähne an ihrem Krähen erkannt. Vielleicht hat das einer von euch gesehen. Ich fand das sehr witzig und dachte mir, wie soll denn das bloß eigentlich gehen? Aber als die ersten Kräher dann zu hören waren, da merkte man doch, dass es da große Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Hähnen. Je nachdem, wie ihre Stimmmelodie so ging oder wie kräftig oder wie ausdauernd sie krähten. Viele Menschen, die in der Nachbarschaft eines Hahnes wohnen, finden das oft weniger witzig. Oft fühlen sie sich recht genervt durch den Hahn in der Nachbarschaft. Denn oftmals ist das schon eine Ruhestörung am frühen Morgen. Dabei weist so ein Hahnenschrei am frühen Morgen doch eigentlich auf etwas Schönes hin. Er sagt uns: Hey, ein neuer Tag beginnt. Und alle, die nachts wach liegen und auf den Morgen warten, für die hören den Hahnenschrei vielleicht mit ganz anderen Ohren. Die freuen sich darüber. In unserem Bibelabschnitt hört Petrus den Hahn. Petrus schläft zwar nicht, aber für ihn ist es ein böses Erwachen. Denn dieser Schrei geht ihm durch Mark und Bein. Der Künstler Otto Dix hat von dieser Szene einmal eine Lithografie hergestellt. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Es ist zu hell heute. Ich hoffe, dass ihr es trotzdem ein bisschen erkennen könnt. Man sieht einen großen Hahn, der beherrscht das Bild. Und man sieht, wie er sich die Kehle aus dem Leib schreit. Sein Schnabel ist weit aufgerissen
Und dass er schreit, das hat der Künstler so mit so Strichen sichtbar gemacht. So kann man den Schrei, obwohl es ein Bild ist, richtig gehend hören. Der Hahn flattert und schreit, als ob es um sein Leben ginge. Dabei geht es gar nicht um sein Leben, sondern um das Leben von Petrus. Petrus, der ist ja eigentlich ein ganz gestandener Mann. Einer, der mit seinen Händen arbeitet, der zupackt, ein Fischer. Einer, der jetzt eigentlich nicht gleich bei der erstbesten Gelegenheit in Tränen ausbricht. Aber hier hat er die Hände vors Gesicht geschlagen, die Augen geschlossen, verzweifelt. Ein einziges Häuflein Elend. Wie kann es sein, dass ein Hahnenschrei so etwas bewirkt? Wie kann es sein, dass ein Hahnenschrei den Petrus so erschüttert? Wir haben die Geschichte gerade gehört, was da passiert war. Petrus hatte seinen Herrn verleugnet, abgestritten, dass er ihn kennt. Dreimal hat er den verraten, der ihm doch eigentlich alles bedeutet hat. Gerade noch einige Verse vorher, da hat er beteuert: Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja sogar in den Tod. Wie stark hatte er sich da gefühlt, wie groß. Ich bin bereit, ich. Der Hahn mit seinem Schrei hat dieses große Ich auf einmal zum Bröckeln gebracht. Er hat Petrus die Augen geöffnet für sein wahres Ich. Jetzt, wo die Nacht da ist, hört es sich auf einmal ganz anders an. Dreimal wurde er erkannt von Menschen, die da im Hof beieinander sitzen. Der da war auch mit Jesus zusammen. Du gehörst doch auch zu denen. Ganz bestimmt gehört er zu denen. Er kommt doch aus Galiläa. Dreimal antwortet Petrus: Ich kenne Jesus gar nicht. Ich doch nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Gestern noch: Ich bin bereit. Und jetzt: Ich kenne ihn nicht. Ich war's nicht, ich doch nicht. Und damit hat Petrus nicht nur Jesus verleugnet, sondern auch sich selbst. Petrus verleugnet all das, was ihm in den letzten Jahren wichtig war. Denn Tag und Nacht war er mit Jesus und den anderen zusammen. Sie haben viel miteinander erlebt, unglaublich viel, Wunderbares. Sie haben Geschichten gehört, die Jesus erzählt hat von Gottes Reich, von Gottes Liebe. Und das alles hat ihn stark gemacht und sein Leben sinnvoll gemacht. Das alles hat ihm dazu gebracht zu sagen: Ich bin bereit, mit dir, Jesus, sogar zu sterben. All das verleugnet er jetzt. Er verleugnet den Grund seines Lebens. Und das Schlimmste dabei ist, dass er es gar nicht einmal merkt. Erst der Hahn schreit es heraus: Achtung, Vorsicht, du verlierst gerade dein Wertvollstes. Du verlierst gerade dich selbst. Liebe Schwestern und Brüder, auf vielen Kirchtürmen sitzt er auch, bei uns nicht. Aber sicher kennt ihr den ein oder anderen Kirchturm, wo auf der Kirchturmspitze auch ein Hahn ist. Er sitzt dort und möchte auch uns zur Vorsicht mahnen. Pass auf, Achtung, fühl dich bloß nicht so stark. Such die Kraft nicht immer nur in dir selbst, sonst verleugnest du den, der alles für dich getan hat. Sonst verleugnest du den, der dein Leben ist. Ich brauche diesen Hahn genauso wie Petrus,
Denn auch mir passiert es leicht, dass ich Jesus verleugne, vergesse. Wenn vor lauter Arbeit zum Beispiel, vor lauter Stress und Hektik das Beten zu kurz kommt oder ganz untergeht. Oder wenn ich lieber auf mein Bauchgefühl höre als auf das, was Gott von mir will. Wenn wir denken, wir könnten Gemeinde bauen, ganz aus eigener Kraft. Wir brauchen immer wieder diesen Hahn, der aus voller Kehle schreit, auch wenn dieser Schrei sehr unangenehm für uns sein kann. Er erinnert mich zum Beispiel an meine alte Taschenbibel. Da sind viele Worte umkringelt und an den Rand gekritzelt. Die hatte ich während Jugendrüstzeiten immer wieder dabei. Oder das zerfledderte Liederbuch. Die Lieder, die wir voll Inbrunst immer und immer wieder gesungen haben. Der Hahn schreit und erinnert mich an meine erste Liebe zu Jesus. Was ist davon jetzt übrig geblieben? Es ist gut, wenn der Hahn immer mal wieder schreit und auch mich in Trauer stürzt. Denn der Hahn schreit auch um mein Leben. Ohne Erschrecken, ohne Verzweiflung über mich selbst kann ich auch nicht neu werden. Nur wenn etwas Altes stirbt, kann etwas Neues entstehen. Es ist gut, dass der Hahn schreit, denn nur so erkennt Petrus, wie es um ihn steht. Und er erinnert sich. Der Moment, in dem der Hahn kräht, da schaut ihn Jesus an. Wie das genau geschieht, wird im Bibeltext nicht gesagt. Es heißt nur, der Herr drehte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Auf einmal erinnert sich Petrus wieder. Dabei ist es gerade erst einmal wenige Stunden her, wie Jesus ihn vorgewarnt hatte. Es wird eine schwere Zeit kommen, hatte Jesus gesagt. Aber Petrus hatte widersprochen. Keine Sorge, ich bleibe bei dir. Ich bin zu allem bereit. So schnell hatte sich das geändert. Vielleicht hatte sich Petrus ja auch alles ganz anders vorgestellt. Nicht so eine demütigende Verhaftung, sondern vielleicht eher etwas Heldenhaftes. Der Kampf des Messias mit den römischen Soldaten, der große Sieg. Doch jetzt ist alles ganz anders. Jetzt sitzt er plötzlich mittendrin, zwischen einfachen Leuten, fremd, einsam, traurig. Und dabei merkt er gar nicht, dass es jetzt darauf ankommt. Jetzt in dieser Situation ist das klare Wort gefragt. Es kommt nicht der große Auftritt, der große Showdown. Jetzt und hier gilt es für Jesus einzustehen. Erst als der Hahn kräht und Jesus ihn ansieht, da merkt er, das war es jetzt. Dieser Blick von Jesus geht ihm durch und durch. Ich denke, dieser Blick von Jesus war nicht einer von diesen vorwurfsvollen Blicken, so nach dem Motto, ich habe es dir ja gleich gesagt, ich wusste schon, dass es so kommen wird. Nein, der Blick von Jesus ist der liebevolle Blick. Es ist der Jesus, der vorher zu Petrus gesagt hatte, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Es ist der Jesus, der Petrus trotzdem noch gebrauchen will, trotz allem Versagen, trotz aller Schuld. Bevor Petrus sich umwenden konnte,
da hatte sich Jesus ihm schon längst zugewandt. Der Künstler Otto Dix hat dieses Motiv mehrmals gemalt, bevor er diese Lithografie gemacht hat. Und in den früheren Versionen, da fehlt ein Detail, was in dieser Lithografie dabei ist. Und das ist die Sonne. Die Sonne, die hinter dem Hahn über der Mauer aufgeht. Ohne diese Sonne wäre das Bild eigentlich die pure Verzweiflung. Nur eine Erinnerung an die eigene Schwachheit und das eigene Versagen. Doch Otto Dix muss gespürt haben, dass das nicht alles sein kann. Nun erinnert die Sonne an die Sonne vom Auferstehungsmorgen. Hinter der Mauer der Verzweiflung steigt sie schon auf. Die Nacht des Todes weicht. Neues Leben, neue Hoffnung erwacht. So kann es weitergehen für Petrus und für uns alle. Trotz allem Versagen und trotz aller Schwachheit ist Jesus weiterhin für uns da. Jesus schenkt einen Neuanfang, immer wieder. Er schenkt neues Leben. Amen. Es gibt noch einige wichtige Mitteilungen und Ansagen. Jetzt gleich nach der Versammlung wollen wir noch gemeinsam zusammenbleiben und Gemeinrat miteinander halten. Wir machen eine kurze Pause und dann aber ziemlich zügig weiter. Deshalb gibt es auch keinen Kaffee nach 11 heute. Heute Nachmittag sind wir noch gemeinsam zusammen in Oldenburg mit Geschwistern aus dem Gemeindebereich. Das Treffen findet 15.30 Uhr statt. Wenn es noch Kurzentschlossene gibt, die noch Lust haben mitzukommen, es sind noch Plätze frei. Morgen am Montag 19 Uhr trifft sich der Ältestenrat zu seiner nächsten Sitzung.
Bitte begleitet unsere Sitzung mit eurer Fürbitte. Am Mittwoch dann, 19.30 Uhr, findet die letzte Passionsbetrachtung statt, drüben im Comeniushaus. Am kommenden Wochenende vom 15. bis zum 17. findet in Herrnhut die Deutsche Konferenz statt. Da treffen sich aus allen Brüdergemeinden in ganz Deutschland zwei Vertreter oder Vertreterinnen. Aus Neugnadenfeld fährt Annalena Gahr mit mir zusammen hin. Wir sind sehr gespannt, was dort passieren wird, denn es gab in der Zwischenzeit seit der letzten Deutschen Konferenz eine größere Gruppe von Geschwistern, die sich Gedanken gemacht haben über die Zukunft der Brüdergemeine, über die Strukturen und über den Inhalt. Aufgrund des großen Personalnotstandes wird es nicht so weitergehen können in den nächsten Jahren, wie es bisher üblich war. Und da sind wir sehr gespannt, was für Ideen die Geschwister da bekommen haben. Deshalb wird am kommenden Sonntag, weil ich nicht da bin, mein Mann die Predigtversammlung halten. Ganz herzlich hinweisen möchte ich nochmal auf die Gebetswacht. Am 1. April reiht sich Neugnadenfeld in die weltweite Gebetsgemeinschaft ein. Wir bestücken diesen Tag gemeinsam mit Nieski und Königsfeld und teilen uns die Zeiten auf. Die Liste liegt dort hinten auf dem Tischchen aus. Bitte schaut rein und übernehmt eine Gebetszeit. Es ist wichtig, dass die Gebetskette nicht abreißt. Ganz herzlich danken möchte ich für die Kollekten der letzten Woche. Wir haben Weltgebetstag gefeiert und dort eine Kollekte gesammelt für die Weltgebetstagsprojekte. Diese Kollekte ergab 383,90 €. Und am vergangenen Sonntag haben wir die Unitätskollekte gesammelt. Da ergab die Kollektensammlung 204,24 €. Ganz herzlichen Dank an alle, die da gegeben haben. Und heute sammeln wir am Ausgang für den Haushalt unserer eigenen Gemeinde. Und jetzt wollen wir miteinander beten und Fürbitte halten. Dazu steht bitte auf. Herr Jesus Christus, du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Du weißt, dass wir dich lieb haben. Du kennst aber auch all unsere Schwachheit und unser Versagen. Trotzdem gibst du uns nicht auf. Du willst uns trotzdem gebrauchen als deine Jüngerinnen und Jünger. Schenk uns immer wieder neuen Mut. Mach uns stark durch deine Liebe. Wir bitten dich für alle Selbstsicheren, für alle, die sich stark und unverwundbar fühlen. Lass sie erkennen, dass auch sie auf deine Vergebung und deine Liebe angewiesen sind. Wir bitten dich für alle Zaghaften, für die, die sich schwach und nutzlos fühlen. Lass sie erfahren, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Wir bitten dich für alle Mächtigen in der Politik, in der Gesellschaft und der Wirtschaft. Lass nicht zu, dass sie ihre Macht missbrauchen. Hilf, dass sie ihren Einfluss zum Wohle aller einsetzen, dass sie mit all ihrer Macht Wege suchen, die zum Frieden führen. Wir bitten dich für uns als Gemeinde und für deine ganze Kirche, dass wir niemandem Hilfe versagen, dass wir die richtigen Worte finden, um Menschen zu trösten und zu stärken, dass wir glaubwürdig leben und arbeiten und so Menschen für dich gewinnen. Und alles, was uns sonst noch bewegt, alles, was wir auf dem Herzen haben, das wollen wir vor unseren himmlischen Vater bringen mit den Worten, die du uns anvertraut hast. Unser Vater im Himmel,
Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören den Wochenspruch für die neue Woche. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. In den Frieden und mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. Amen.